Denke ich jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Ne, Rolando? So, alle in diesem Sinne. Okay, wir fangen nochmal von vorne an. Guten Morgen. Bitte wiederholen Sie alles ab dem guten Morgen. Alle in diesem Seminar oder Webinar getroffenen Aussagen dienen ausschließlich der Information der Teilnehmer und keine Empfehlung oder Aufforderung, Börsengeschäfte jeglicher Art zu tätigen. Jegliche Geschäfte mit Aktien, Renten, Investmentfonds und insbesondere mit Derivaten unterliegen dem Risiko, das eingesetzte Kapital vollständig verlieren zu können oder sogar Kapital darüber hinaus. Es besteht Nachschusspflicht, wenn das vorhandene Kapital nicht ausreicht. Über speziellen Risiken der jeweiligen Anlageform muss sich jeder Webinar- oder Seminarteilnehmer selbst von einem Anlageberater individuell beraten lassen. Eine Haftung für eingetretene Verluste von Börsengeschäften, die Sie teilnehmen, auf Beispiele Aussagen, die Seminars, Webinars, Berufe, Fehler von Dozenten noch von Forex Pro Systemen noch von deren Partnern oder Führungsgehilfen übernommen, übrige Lizenzbestimmungen AGBs von Forex Pro Systemen. So. Der Martin. Der Martin aus Österreich. Bup. Und sieh da, Timotheus, das war der letzte Pfiffikus. Gucken wir uns mal. Was könnte man sich heute angucken? Eine Idee? Ja, auf die Uhr haben wir geguckt, oder? Das erste Mal, als sie geklingelt hat. Also ich jedenfalls. Meistens sogar ein paar Minütchen vorher. Peter hat aufgepasst. Die Auswertung machen wir gleich. Ob. Jungs, wach werden da draußen. Wir warten auf Baguette-Umsätze. Mit oder ohne Kräuterbutter. Ups, der Gouverneur spricht. Respekt. Heute Nachmittag 15 Uhr kommen ein paar Drogenumsätze. Und dann kommt unser Jürgen. Um 22.30 Uhr. Unser Jürgen aus Nürnberg. Also, nichts Gravierendes heute zum Erschrecken hier, oder? Der Peter hat gar nicht so Unrecht. Wir sollten uns um die neuen Ziele kümmern. Und zwar erstmal das Chartbild aufräumen, ne? Sollten wir uns Zwischenziele suchen, eventuell sogar in beiden, im DAX und im Euro, auf eine Trendwende hinarbeiten. Eventuell. Wir haben hier einen Block. Ne? Den kennt man ja. Hoffe ich, der eine oder andere. So. Wir haben hier eine Geschichte, die man sich anhören oder angucken kann. Kalenderwoche 37, was kommt? Wer hat sich das angeguckt? Wochenausblick, Kalenderwoche 37. Nicht nur angeguckt, sondern die Frage ist, wer hat das gehandelt oder wer hat danach auch gehandelt? Ihr seid noch nicht ganz wach, ne? Es gibt nicht eher was Neues, bevor das hier nicht abgearbeitet ist, Jungs und Mädels.
Zu Hause sitzen, in der Nase popeln und so ist nicht. Die 1.28.80 hatten wir als Ziel am Sonntag hier noch kommuniziert. Da unten war das Ziel und in dem Bild war es auch eingezeichnet. Unten als Zielbereich genau die 1.28.80. Gestern Morgen haben wir noch gesagt, er bewegt sich Richtung 1.28.80. Und gestern Abend war es dann soweit. Wir haben vermutet, dass er mit einem Spike die 1.2880 holt. Man sollte sich mal die Beiträge anhören, die wir, wenn wir so eine Analyse schon machen, weil ansonsten können wir uns das sparen. Wir haben gesagt, wir gehen davon aus, dass sie mit einem Spike, mit einem finalen Schuss nach unten wohl die Abwärtsbewegung erstmal beenden wird. Die 1.2880 von der 1.2920 und 1.2915 kommt, war dann der finale Zwischenschuss. Jetzt haben sie ja heute Nacht nochmal ein paar Sachen da drunter geholt, um dieses Ziel abzuarbeiten, beziehungsweise die Stops dort unten abzuarbeiten. Wie man sieht, diese Kerze sollte wieder über 1.2880 schließen. Wir sollten jetzt um 8. Schlusskurs von der Kerze nach Möglichkeit über der 1.2880 haben. Damit wäre das Ziel erstmal bestätigt und wir hätten auf jeden Fall erstmal Rücklaufpotenzial bis zu 1.2930 ungefähr, um diesen Bruch zu bestätigen. Dieses Verhalten hier war die Vorbereitung auf den EZB-Entscheid. Aus dem Kanal raus, Seitwärtsgeschiebe, damit war das auch kein Bruch, sondern das war auf Deutsch Verarsche. Und am Donnerstag, und er sagt, wenn er den Kanal bestätigt, oder wir sollten auf jeden Fall mit Long-Positionen die Bestätigung des Ausbruchs abwarten und auch dort die Umkehrformation abwarten an der Kanalkante. Wenn er das nicht schafft, sondern wieder eintaucht, ist die Unterkante das Ziel. Und genau dieses Ziel ist er direkt angelaufen. Rein in den Kanal. Mittags 13 Uhr beim Zinsentscheid genau rein in den Kanal, eine Stunde später die Unterkante auf den Punkt genau geholt, bevor er wieder ein Stück zurückgelaufen ist, um dann nach unten rauszuschießen. Jetzt haben wir die Bestätigung hier gehabt und das hat uns auch dazu bewegt, den finalen Abgang hier abzuwarten. Wir haben jetzt eine Abwärtsbewegung weg, eine Konstante im Durchweg seit Mai von 1,40 kommend. Das heißt, der Euro ist ohne große Zwischenerholung um 1000 Punkte gefallen. 1100, um es genau zu sagen. Ohne irgendeine größere Zwischenerholung. Bab, in einem durch. Das heißt, morgen Renadi. Auf Sylt steht man immer ein bisschen später auf, ne? Ist ja auch nicht schlimm. Das heißt, wir müssen
vom Bild her damit rechnen, dass wir hier jetzt eine Umkehrkerze heute kriegen. Eventuell beruhigt sich der Markt erstmal und dümpelt ein bisschen seitwärts, um dann den Rücklauf anzutreten. Auf jeden Fall erstmal, um eine Korrektur einzuleiten. Es sei denn, der Rücklauf wird durch irgendwas gestört und wir wandern direkt Richtung Süden weiter. Die Ziele, wenn wir weiter Richtung Süden gehen sollten, haben wir unten die 1,2854, die er sich jetzt fast geholt hat, und dann sind wir schon bei einer 1,2750. Dazwischen gibt es nicht mehr so viel aus alten Charts. Wir gucken uns aber gleich in neuen Charts mal an, was da noch passieren kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass er sich aber erstmal ein bisschen Richtung Norden orientiert, ist aber größer, als dass er weiter fällt. Aber das Verhältnis, sage ich mal, 60-40. 60%, dass er jetzt erstmal eine etwas längere Erholungsphase einleitet, und 40%, dass er gleich direkt weiter fällt. Auch die Aufwärtsbewegung könnte jetzt in drei Wellen ablaufen. Gucken wir uns mal noch unseren DAX an. Wir haben die Nippederle, Feder aus Ösiland. Wir haben gesagt, wir gehen da morgens auf jeden Fall mal drauf ein. Wir müssen davon ausgehen, dass wir haben das Hoch bei 89, bei 9.789. Wir waren der Meinung, bei 9,6 ist Schluss. Das hat nicht funktioniert. Wenn die 9,6 bricht, dann wird er recht zügig an die 9,8 gehen. Hat er auch in 2 Tagen gemacht, da hoch zu eiern. Auch hier gehen wir erstmal davon aus, dass er die 9,8 nochmal holt und eventuell sogar mit kurzen Spitzen über die 9,8 geht, bevor weiter fällt. Das ist die favorisierte Variante. Dass er vielleicht im Laufe des Tages, vielleicht sogar im Laufe des Vormittags heute nochmal Richtung 9,8 geht, dort oben ein paar Sachen über der 9,8 vielleicht abarbeitet. 9,820, 9,825 wäre denkbar. Ab da ist eine Zwischenerholung angesagt. Auf jeden Fall erstmal dann Richtung 9,5, 9.520 sollten dann die Ziele sein. Auch da sind 300 Punkte nach unten erstmal drinne. Das ist die favorisierte Variante. Die schwächere Variante ist, dass er jetzt direkt nach oben durchgeht und die 10 nochmal angreift. Die Wahrscheinlichkeit ist aber wesentlich geringer als die shortige Variante. Aber das gucken wir uns heute Nachmittag an, okay? Wir sind morgens hier, um uns um den Euro zu kümmern und hier zu sehen, dass wir nach Euro pro Position platziert kriegen. Ich werde die Zeit, die nächsten 14 Tage, die ich auf Tour bin, werde ich dafür nutzen, mal eine Analyse zu machen, da der Markt morgens komischerweise im Euro seit einiger Zeit relativ ruhig ist und wir kaum Möglichkeit haben, morgens nach Euro pro zu handeln, sondern meistens erst nach 9. Könnte es durchaus sein, dass wir auf die Idee kommen, die Webinare nach hinten zu verschieben, dass wir nicht 7:45 anfangen, sondern 8:45 und eventuell London Open mitnehmen. Jetzt sehen wir da aber ein bisschen Bewegung.
Nach unserem Regelwerk war die Geschichte hier noch nicht sauber genug. Da muss erst Bewegung rein. Rolando, dein DAX bitte direkt nach dem Webinar. Renate, welches Webinar? Speak with me. Euro. Sobald das Ding hier eine Kehrtwende gemacht hat und uns hier eine Korrektur zeigt, Rücklauf bis in diesen Bereich von 82, 83, sollte er jetzt machen, suchen wir uns einen Einstieg. Gestern Nachmittag, meine liebe Renate, gestern war Montag. Welches Webinar gestern Nachmittag? Schätzelein auf Sylt ist nicht nur Urlaub. Die Wochentage bleiben da normal. Ich habe links auch schon mal falsch gelesen. Also, Korrektur Richtung 83. Der Einstieg war schon hier, nach dem Alarm, war der Einstieg über der 82, Georg, da hast du vollkommen recht, aber dieser Einstieg, na doch, den habe ich verpennt. Jetzt haben wir was sagen können, ne? Knalltüte. Sitzt da und guckt und sagt nichts. Nach Euro Pro in diesem Bereich schon der Einstieg. Nach diesem Alarm. Ist der Ton okay oder ist der nur, also Günther beschwert sich gerade, Günther T., dass der Ton nicht okay ist. Ist der okay oder ist der nur bei Günther doof oder? Fünf Minuten Chart unterstützt diese Geschichte. Und noch schöner ist es, Zielbereich da, bei der 29. Das heißt, Tagesziel wäre durchaus dringend drinne. Wenn man in diesem Bereich sich irgendwo einen Einstieg sucht oder gesucht hat. Die ersten sind seit 82 hier in diesem Bereich, 82, 83 long. Da der Alarm. Wenn er jetzt Dampf kriegt, wenn er sich jetzt hochschaukelt, dürften wir direkt Richtung 29 marschieren. Also Ufbas, dass wir ups, schade, im Paper. Da habe ich nicht aufgepasst.
Position 62.000 Euro vorne. Die sollte ich mal schließen. Hier leiten wir die Korrektur ein. Ich werde anfangen, hier drüber die Long Order zu setzen. Stop gehört auf jeden Fall auf die 81. Ich muss die nur da rüberziehen. Georg, wie soll ich das denn verstehen? Demo funktioniert bestens. Vielen, vielen Dank. Die Position habe ich nur vergessen. Die habe ich letzte Woche oder vorletzte Woche irgendwie zu Demonstrationszwecken da gesetzt. Also Günther T., bei allen anderen ist der Ton in Ordnung. Rücklauf sollte nicht weiter als bis an die 84 gehen. Wenn die Order greift, Stop direkt auf die 81. Ach so, alles klar, Georg. Ich dachte, das war in Bezug auf meine Position. Okay, wir führen jetzt die Stop-Order über diesen Kerzen nach. 86, meine geht auf 87. Da ist sie schon. Und der Stop direkt hinterher. Roland, das weiß ich, aber wir handeln morgens Euro-Pro-Regeln. Und wenn er dieses Hoch jetzt rausnehmen sollte, wenn er die über die 1,2888 geht, geht der Stop direkt auf die 85. Dann bin ich noch 2 Punkte im Risiko. Oder auf die 84. Bin ich noch 2-3 Punkte im Risiko. Das ist überschaubar. Hier oben sollte man drüber nachdenken, entweder glatt zu stellen oder auf jeden Fall den Stop eng ranzuziehen. Da. An der Big Figure. Er muss nur noch da durch. Boff. Auf geht's. Stop geht hinterher. Stop geht auf die 83, noch 4 Punkte im Risiko. Können die ruhig hier laufen lassen? Wenn die Position auf 95 gehen sollte, geht der Stop automatisch auf plus 2 und schon sind alle Messen gesungen. TP geht auf die 1,2920, wenn er durchschießt, soll er da auch mitnehmen. Wenn er nicht durchschießt,
5-Minuten-Kerze im Auge behalten, wo die letzte 5-Minuten-Kerze Gas gegeben hat in den letzten Sekunden. Und die neue 5-Minuten-Kerze startet mit dem Down-Gap. 1-Minuten-Kerze auch mit einem Down-Gap. Also Vorsicht. Position läuft, die Zeit werden wir mal benutzen, um wir haben hier einen Ausschnitt von Daytrader 3. Und hier drunter ist der ganze Film hinterlegt. Wer den verpasst hat letzte Woche und wer ihn eventuell sehen will, hier haben wir Kurzfilm einliegen und den anderen auf einer anderen Seite. Hier ist es aus rechtlichen Gründen so, dass man, wenn man da drauf geht, auf der Seite vom Trader Hotel landet. Dort kann man, wo muss man seine E-Mail-Adresse eingeben und das dann abschicken und dann kriegt man auch direkt innerhalb von einer Minute einen Link zurück, wo man sich auf YouTube den Film angucken kann. Das ist aus rechtlichen Vorschriften mit N24 nicht anders zu lösen. Da das Trader Hotel die einzigen sind, die die Rechte haben, das auf YouTube eben zu zeigen. Und dann wird man auf YouTube verlinkt und kann sich ganz entspannt auf YouTube angucken. Wenn ihr Freunde, Bekannte, etc. habt, einfach weitergeben. Je höher die Einschaltquote, desto besser ist es für uns. Danke Martin, danke Johannes. Im DAX tut sich nicht viel. Ich schätze mal, dass er entweder sich in diesem Bereich bis 40 noch einschießt und dann abschmiert oder er macht an der 9780, 9800 einen Doppeltop und dann die Stops noch da oben drüber abholen, dann könnte was losgehen. Christina, in welchem Forum? Sprich, ich bin ja sonst kein Freund von Foren. Wir lassen das, die ganze Geschichte ganz entspannt im Euro weiterlaufen. Also wer ihn gesehen hat, ich bin auch für Kritiken und so weiter, sind wir jederzeit dankbar, da wir aus dieser Geschichte für uns noch einen Imagefilm produzieren lassen. Sind wir für Kritiken, egal ob positiv oder negativ, immer offen. Das dürftet ihr wissen. Wir nehmen genauso gerne negative Kritiken an, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich sag mal, wenn euch irgendwas gefallen hat, sagt es weiter. Wenn irgendwas nicht in Ordnung war, dann sagt es uns.
Der klaut dir dein Spielzeug nicht, Kleiner. Der hat nur was gebracht, der wollte nichts holen. Jetzt heißt es, die 5 Minuten Kerze Roland ist genau richtig. Die 5 Minuten Kerze www.ufbas.de heißt eigentlich, wenn ich Stop da drunter legen muss, da meine unter dieser Kerze liegt bei 84, bin ich da relativ entspannt. Ob ich den nur jetzt hier oben auf die 85 lege oder unter der 84 lasse. Ich lasse ihn unter der 84 unter diesen Hochs. Der Lex. Deswegen bist du hier. Ich dachte, du wolltest was lernen. Will er gar nicht. Ich will nur Sprüche hören. So Sprüche kloppen sie mir nicht hier. So war das nix. Aber immerhin, er hatte viel mehr auch eine Wirkung. Diese Formation, die sollte uns gleich zu denken geben, wenn er in 2,5 Minuten immer noch so blöd da guckt. Ziel nach wie vor hier oben. Davon weichen wir nicht ab. Plane dein Trade und trade deinen Plan. Sobald hier oben durchgeht, geht der Stop auch hier drunter. Das ist zwar immer noch ein Punkt im Risiko, aber nur noch einen. Ein Bündchen. Habe ich im Film gesehen, darum bin ich ja hier, um mal die flotten Sprüche zu hören. Na super. Wir haben am Freitag, Donnerstag, Nacht hier das Rohmaterial gesehen. Ich glaube, wir werden mal ein bisschen was zusammenschneiden. Übrigens werden wir nachher. Nach dem Webinar, nachdem ich Rolando den DAX eingerichtet habe, ne, was wir in 20 Minuten machen werden, nämlich um 8.50 Uhr, Rolando, werde ich mich um Group Trading kümmern. Da. Und gucken, wer sich dort angemeldet hat. Wer das will, kann auf Portal Group Trading gehen. Und sich dort registrieren. Wer dort registriert ist, das werden wir nachher überprüfen, werden wir sehen, dass wir die Leute freischalten können. Und dann sieht man nämlich in dem Group Trading diese Position, die da jetzt läuft. Das ist meine Position, die ich in dem Konto da platziert habe. Und dann werden wir uns den Spaß mal angucken. Geht nicht kleiner oder was? Was ist hier für ein Scheiß? Dann sieht man nämlich hier unten die Position, die wir platziert haben, dem Konto, was wir freigeben. Richtig, wir werden nachher die Einladungen versenden. Die, die sich angemeldet haben zum Group Trading, von denen brauche ich die E-Mail-Adresse, mit der sie sich angemeldet haben. Zwei Umkehrkerzen in 5 Minuten, das sieht nicht gut aus.
Das ist noch so gewollt, Günther. Wird noch geändert. Die Mailadresse an die Hallo. So, und das Konto, was wir veröffentlichen, wir werden da jetzt Paper-Konten hinterlegen, weil wir noch nicht wissen, wie stabil das läuft. So, hier sieht man auch, welches Konto das ist, welches Konto veröffentlicht wird. Dann sieht man auch die Position und genau da, wo die Bracket Order liegen, die Limit und die Stop. Dann kann man sich überlegen, ob man die mithandeln will oder nicht. Und dann haben wir eine Chat-Funktion, die ich dann einschalten kann. Dann kann man sich dazu auch äußern und man kann über so eine Position auch reden. Da hat man hier diese Chat-Funktion, wo man dann auch darüber kommunizieren kann, wenn man das will und wenn der Moderator das zulässt. Ich kümmere mich nachher darum, um die Freischaltung, dann kann man sich das heute Nachmittag eventuell ja mal anschauen. Group Trading ist das Synergy Trading, mein lieber Andy, was wir in Loa auch besprochen haben. Also Stop nach wie vor bleibt da liegen. Wir haben hier nichts hinzuzufügen. Position bleibt am Laufen, so wie sie ist. Und das heißt jetzt Hop oder Top. Entweder fliegen wir jetzt mit 3,5 Punkten Verlust raus oder wir steigen hier oben mit unserem Tagesziel von 13 Punkten aus. TP haben wir hier oben liegen bei der 20, dann wären es 33 Punkte, was ja für so einen Wochenstart auch nicht das Schlechteste wäre. Auf den DAX gehen wir heute Nachmittag ein. Wir machen morgens nur die Großwetterlage, gucken da einmal kurz drüber, damit die Leute auch wissen, was sie tagsüber handeln können, aber genaueres machen wir heute Nachmittag genauso wie im Dow Jones. Nicht wahr, Roswitha? Mahlzeit. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Der frühe Fänger vögelt den Wurm, heißt das, ne? Oder wie war das? Also DAX bevorzugtes Setup immer noch, dass wir bis zur 9,8 oben noch Luft haben, mit ein bisschen oben drüber, mit ein bisschen Luft oben drüber. Und ansonsten lauten die Ziele nach unten 9.640 ungefähr, dann 9.520 und dann 9.250.
Die kann man sich ruhig mitschreiben und aufs Fähnchen drucken, ne? So, wenn er jetzt dieses Hoch rausnimmt, dann ziehen wir den Stop direkt da drunter, was nicht viel Luft bringt. Nur ein bissele. Stefan, viel Spaß bei der Einschulung. Nach der Kerze sollte er jetzt richtig Dampf geben, nach der Korrektur in 5 Minuten genauso, er sollte jetzt richtig abballern. Das Verhalten stinkt auch danach, dass er sich jetzt so langsam darauf vorbereitet, hier direkt durchzuschießen Richtung 1,29. Ich hoffe, das tut er gleich. Bei 1,29 hätten wir das Tagesziel drinne. Richtig, Georg. Da muss was durch. Jetzt schlagartig. Also wenn ich hier konzentriert bin, dann ist das oder zwischendurch mal ein bisschen sprachlos sind, dann liegt das daran, dass ich meine Position nebenbei auch manage oder betreuen muss. Das hat nichts damit zu tun, dass wir am frühen Morgen hier betrunken sind, so wie die gute Frau letzte Woche behauptet hat. Wir handeln keinen Breakout, Thomas, gar nicht. Wir suchen uns immer die Einstiege in der Korrektur. Breakouts sind kreuzgefährlich. Ist meine Handelsweise, mein Handelsansatz. Ich mag keine Breakouts, ich will keine Breakouts. Ich warte, bis sich andere eine blutige Nase geholt haben. Wir handeln dann aus der Korrektur, wenn die blutige Nase von den ersten durch ist. Oder genau, wenn die eine geknallt kriegen, dann gehen wir rein. Aber so wie er hier Druck aufbaut, so wie die Bullen hier Kraft sammeln, stinkt es danach, dass er gleich nach oben durchknackt. Und wenn er das dann tut, unser Long-Signal ist immer noch aktiv. Es ist noch nicht aufgehoben. Und wenn er das dann tut, haben wir wenigstens die Möglichkeit, den Stop schnell nachzuziehen. Den würde ich wahrscheinlich sogar Break-Even ziehen, damit wir um 9 dann dabei sind, da ich dann im Support bin,
würde ich wahrscheinlich so einen Take-Profit aufs Tagesgebiet 1,29 legen, da wir gegen den Haupttrend handeln. Auch wenn wir von einer längeren Korrekturphase jetzt ausgehen, von einer längeren Erholungsphase, der Haupttrend ist immer noch shortig. Da wir uns gegen den Haupttrend richten, würde ich immer mein Tagesziel in der Form absichern. Sobald wir eine saubere Trenddefinition auch in den übergeordneten Charts haben, für Long kann man auch da dann ein bisschen mutiger rangehen. Mir fehlt der Druck. Jetzt ist er da, jetzt geht der Stop auf jeden Fall hier direkt runter, unter dieses Tief. Und danach geht er auf die 87, sprich auf Break-Even. So, viel Dampf war das jetzt nicht. Ich habe mit mehr gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass er direkt hier oben an die 29 geht. An der 29 oben geht der Stop auf jeden Fall auf 8 Punkte oder so in den Gewinn, also 95 oder so. Und dann wird man sehen, ob er oben durchknallt oder nicht. TP liegt bei 1,29,19. So, jetzt Jungs, es gibt ein bisschen Gas hier. Dann können wir hier unter diese Tiefs gehen und den Stop auf Break-Even ziehen bei 87. Und ab da ist dann auch egal, die Automatik bei mir im Chart übernimmt dann genau, dass der Stop, wenn die Position 8 Punkte vorne ist, der Stop auf plus 2 geht. Und ab da ist es mir dann völlig egal. Na komm, gib Gas, mein Junge. Stop geht auf Break-Even. Ich muss bloß irgendwie die Chartfenster hin und her schieben, das ist sonst ein bisschen blöd mit dem Position platzieren und so. Da haben wir das erste Zwischenziel, aber dann sind wir lange auf plus 2. Und da wir dort 13 Punkte vorne sind, würde ich jetzt den hier ändern auf 7 Punkte. So, jetzt ist die Position automatisiert. Stop ist fast Break-Even. Wir sind noch 0,2 im Risiko. Shit Heavens. DAX warten wir die Runde ab, die er nach oben dreht. Bei mir liegen über der 9,8 oben oder bei der 9,8 liegen Alarme. Wenn er die anläuft, ist gut. Und ansonsten muss ich den DAX einfach im Auge behalten. Da werden wir mehr heute Nachmittag drauf eingehen, was wir mit dem DAX machen. Ich hoffe, dass er heute Vormittag eine Long-Bewegung macht bis da hoch und dass wir heute Nachmittag dann sogar zwei geile Setups haben. Einmal im DAX für die Amis einen schönen Abwart-Gap und dass der Dow ein Stück mitläuft und dass wir ebenfalls einen Abwart-Gap haben und dass er vielleicht heute Nachmittag beides
schön shorten können. Alles kann, nichts muss. Wir warten ab. Der Einzige, der hier recht hat, ist der Markt. Das wird er uns wie immer zeigen. Also gucken wir uns den Rest des Spaßes heute Nachmittag an. Für die, die dabei sind. So, wir haben mitgekriegt, wir haben jetzt 1, 2, 3 Supportaufgaben, die wir jetzt gleich erledigen werden. Deswegen werde ich mich jetzt hier für krümeln. Stop ist klar. Liegt genau hier unter diesem Tief. Das heißt, er kann bis dahin noch zurücklaufen, bis an die 88, 89. Stop liegt hier unten bei 86,5 mit einem minimalen Risiko. Und hier oben reagieren wir, dass der Stop auf plus 6 oder plus 7, bei mir jedenfalls plus 7 geht. Und aussteigen werden wir hier oben, wo die Zielbereiche sich kreuzen, bei 1,29,19 oder 18 liegt mein Take Profit. Okay, deswegen werden wir uns jetzt in diesem Sinne mal verabschieden hier und werden den Rest heute Nachmittag bequatschen. Wer Fragen hat, sonst auf den Zettel schreiben, morgen früh mitbringen, dann reden wir morgen früh darüber. Kann ich gegen einen Geldbetrag heute Nachmittag reinschauen? Das Regelwerk ist klar. Die Webinare nachmittags laufen noch bis November, bis 30. November, kosten einmalig 100 Euro für das Quartal, das heißt für den ganzen September, Oktober, November, sind die Webinare dann mit dem Betrag von 100 Euro abgegolten. Das Schöne ist, dass wir, wenn wir die Gruppe groß genug kriegen, sogar die Jungs aus dem Nachmittagswebinar in das Group Trading mitnehmen werden, weil in der Zeit, wo ich im Oktober im Urlaub bin, werde ich im Group Trading meine Position auch zeigen und im Group Trading veröffentlichen, eventuell sogar kommentieren. Alles, was ich im Urlaub handle, vorausgesetzt, ich kriege eine stabile Internetverbindung hin. Also, gar keine Frage, an den Nachmittagswebinaren kann jeder daran teilnehmen. Wir machen das nicht, dass wir irgendwie sagen, so, jetzt kannst du einmal dahin kommen gegen, was weiß ich, für einen Fünfer oder sowas. Ich habe weder die Zeit, noch die Lust, noch die Muße, das ist überhaupt nicht meine Baustelle, hier irgendwie einen auf Buchhalter zu machen. Anmelden zu den Nachmittagswebinaren, der Link ist auf der Homepage. Per PayPal oder sonst irgendwas einen Huni rüberschicken und dann läuft der Rest hier bei uns vorne im Büro in der Buchhaltung automatisch. Okay? Also, in diesem Sinne hauen wir jetzt ab. Stop geht Break-Even und den Rest sehen wir uns heute Nachmittag an. Ich bin nächste Woche zum Seminar, das ist vollkommen richtig. Deswegen waren auch diese 100 Euro Kostenbeteiligung für den August, September, Oktober, November. Das heißt, der Huni ist für 4 Monate. Das ist durchaus vertretbar. Und ich bin nächste Woche weg, aber ich werde nächste Woche am Donnerstagnachmittag wohl trotzdem mein Webinar machen, weil ich bin in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag wieder zu Hause. Also werde ich wohl am Donnerstagnachmittag auch ein Webinar machen. Okay. Position ist klar, Stops sind klar, hier oben Aufpass. Wir schauen uns die Position heute Nachmittag an, was da draus geworden ist. Okay? Also, Roland, ich melde mich in 5 bis 10 Minuten bei dir, okay? Dann sehen wir uns heute Nachmittag wieder. Bis dahin, haltet schön den Chart sauber. Euer Skype-Trader Thorsten. Tschüss, tschüss und moin, moin.